Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Bürger. Diese Debatte begann mit einem, wie ich finde, sehr schönen Zitat. Herr Krüger hat es genannt: Mehr Demokratie wagen. Das ist das Zitat eines großen Mannes, ein großes Wort. Und das weckt natürlich, Herr Krüger, große Erwartungen. Wenn man dann aber Ihren Entwurf auf sich wirken lässt, dann muss ich sagen, die Schuhe, die sind für Sie, glaube ich, doch ein bisschen zu groß. Ja, am Körper. Der Landtag, so haben Sie uns hier wissen lassen, ist die parlamentarisch repräsentative Demokratie und sie darf nicht ausgehebelt werden. Das haben Sie gesagt. Wenn Sie das sagen, dann haben Sie aber, wenn es um direkte Demokratie geht, um Bürgerinitiativen, nicht an den Souveränen gedacht. Der Souverän nämlich kann sehr wohl da, ja, das haben Sie aber nicht gesagt. Hier geht es darum. Es geht um direkte Demokratie und die direkteste Demokratie, das wäre die attische Demokratie, die es einmal gab in der Geschichte. Da ist nichts anderes, als dass das Parlament das Volk ist. Das wäre die direkte Demokratie. Sie machen auf mich den Eindruck, dass Sie sich an die parlamentarische Demokratie nur deshalb klammern, weil Sie keine Macht an das Volk abgeben wollen. Das ist es nämlich. Stellen Sie sich bitte mal vor, in diesem Saal wären 1,33 Millionen Menschen versammelt. Das geht technisch nicht. Und das ist der Grund dafür, dass wir die repräsentative Demokratie haben. Im Bund haben wir 61,5 Millionen Wahlberechtigte. Die passen auch nicht in den Bundestag. Das ist also ein Konstrukt, die parlamentarische Demokratie, die diesem Umstand geschuldet ist. Wir können keine Volksversammlung technisch abhalten. Es geht aber hier um eine Form der direkten Beteiligung unserer Bürger. Darüber sollten wir sprechen und nicht über Ihre, wie ich finde, verfehlten Vorstellungen, die eigentlich ein schönes Licht hat ja auch geworfen auf Ihre Demokratiefeindlichkeit und Ihre undemokratische Einstellung, wenn Sie hier sagen, Sie sprechen vom konstruktiven Teil der Opposition. Ja, was ist denn das? Also entweder Sie akzeptieren die Opposition so, wie sie hier ist, oder sie lassen es bleiben. Herr Schulte hat noch einen obendrauf gesetzt und von den undemokratischen Fraktionen gesprochen. Das ist ja geradezu unglaublich. Also, und wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass sie ja gar nicht bereit sind, unsere Vorschläge anzunehmen, die wirklich mehr Demokratiewagen bedeuten, nämlich im Mai 2017 haben wir Ihnen vorgeschlagen, die Quoren herabzusenken. Ja? Sie haben es abgelehnt, auch die Fraktion des Herrn Renz. Und wenn es dann von der Ministerpräsidentin heißt, sie wundere sich darüber, dass das Wort kommt von einer Befragung von oben, dann haben Sie doch unseren Ausführungen offenbar nicht zugehört. Wir haben ja auf den Paragraphen 25 Ihres Gesetzentwurfs hingewiesen, der da nur Landtag und Landesregierung in die Situation versetzt, eine Initiative zu ergreifen. Man kann sich doch nur wundern. Herr Renz, ja, Sie haben hier lange Ausführungen gemacht und aus der Verfassung vorgelesen. Glauben Sie bitte mir eines, die geltende Rechtslage ist uns bekannt. Das brauchen wir nicht von Ihnen vorgelesen. Sie sind Lehrer, ja, Sie sind Lehrer und vielleicht verstehen Sie die Sprache Sätzen 6. Herr Grimm, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden Herrn Krüger? Möge er fragen, ja. Herr Kollege, Sie haben gerade die attische Demokratie hochgehalten, ja, die auf Ebene der Dörfer stattgefunden hat und wo nur Männer abstimmen durfte. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie dieses Beispiel für Mecklenburg-Vorpommern, dass Ihnen das vorschwebt, dass Sie das gerne einführen würden? Sie denken wohl, dass ich nur an Männer denke. Es ist Unsinn, natürlich auch an die Frauen. Überhaupt keine Frage. Also die Frauen dürften auch abstimmen. Ja. Ein Moment. Sie sollen. Also wir, ein Moment, meine beiden
der Redner und der Fragesteller. Wir wollen zwar die Geschäftsordnung ändern und vielleicht auch das bürokratische Verfahren etwas verbessern. Im Moment haben wir ein bürokratisches Verfahren. Eine neue Frage wird mir signalisiert. Ich frage den Redner, ob er eine zweite Frage zulassen will. Ja. Dann gebe ich dem Fragesteller erneut das Wort. Bitte schön, Herr Krüger. Das heißt, ich gehe recht in der Annahme, dass Sie ein System einführen wollen, was da nur auf Dorfebene funktioniert hat, was Sie auf Landesebene einführen wollen, und Sie gestatten sogar Frauen mit abzustimmen. Es sollten Frauen selbstverständlich mit abstimmen können. Das ist eine große Errungenschaft, dass wir das Frauenwahlrecht haben, und dabei sollte es bleiben. Dankeschön. Bitte sehr. Herr Renz, nochmal, wenn Sie von Erpressung reden, dann sollten Sie das vielleicht, hören Sie zu noch, Herr Renz, sind Sie noch da? Okay, also Sie sollten das mit der Erpressung den Juristen überlassen. Ich habe das Gefühl, dass Sie gar nicht wissen, wovon Sie sprechen. Und die Anhänger einer repräsentativen Demokratie haben natürlich vollkommen recht. Die repräsentative Demokratie ist im Grundgesetz ebenso wie in unserer Landesverfassung verankert. Aber die zusätzliche Mitwirkung des Souveräns, des Volkes, durch entsprechende Initiativen und Abstimmungen ist möglich. Und sie sollte auch durchgesetzt werden. Ich frage mich, wenn Sie das so sagen, warum Sie dann nicht damals unseren Bemühungen, die Quoren zu senken, zugestimmt haben. Das hätten Sie ja durchaus tun können. So aber soll man sich nicht wundern, wenn es dann doch, liebe Frau Ministerpräsidentin, so etwas wie Politikverdrossenheit gibt. Sie sollten vielleicht Ihr Ohr mal etwas näher den Bürgern schenken, dann würden Sie da vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen. Das, was Sie hier vorschlagen, ist wieder ein Stück Demokratie, das die Bürger so nicht wollen. Und ich gehe davon aus, dass die Politikverdrossenheit dadurch nur gefördert wird. Vielen Dank.